Witcher 3. Addon, Hearts of Stone? Hearts of Stone. Habt ihr da gehofft, dass ihr vielleicht, dass sich einer vertippt und euch aus Versehen ordert? Ja, so, ganz oh, viel, ja. Ich kaufe dieses Hearthstone M, 70 Euro in eurer Tasche. Ja. Da, sicher, ein kleiner Prozentsatz. Das ist natürlich. Ja, ein Freund von mir hat sich den günstigsten Bohrer bei einem großen Online-Versender gekauft. Ja. Und dann kam so ein Plastik-Kinderbohrer. Ja, die machen auch viel. Wahrscheinlich geht es dann alles wieder zurück. Aber gut, ja, wirklich gut. Ja. Das ist herrlich. Ja. Ein bisschen Trolling. Wenn Amazon dich trollt. Ja, wir sind hier bei der letzten Runde Witcher 3. Du, Philipp, hast dich entschieden, jetzt nicht mehr den Story-Weg quasi zu zeigen. Wir wollen jetzt auch nicht zu viel spoilern, sondern wir laufen einfach ein bisschen in der Pampa rum. Ja, und so. Ich habe jetzt zufällig eine Sidequest gefunden. Durch Zufall oder wusstest du, dass da eine ist? Also vorher hat die hat schon angefangen. Weil du bist der Quest-Designer. Also so natürlich. Bisschen, naja, gut. Ich habe zufällig natürlich eine Quest gefunden. Es ist natürlich passiert beim durch die Gegenlaufen. Natürlich, so wie alles hier passiert im Spiel. Und was ist es, ein Mordfall, den du gerade auf... Oder was genau, du verfolgst irgendwelche... Eine Dame hat uns in das Dorf geschickt, weil ihr Partner, der ihre Drogen verkauft... auf den Mann, der aus dem Fenster geflogen ist. Ja, der ist hier hingegangen und ist nicht mehr zurückgekommen. Ja, der Kampf gegen Drogen, der ist doch sinnlos. Muss man sich doch nicht, musst du da auch noch Zeit vergeuden jetzt mit? Wir kämpfen ja nicht gegen die Drogen, wir kämpfen gerade für den Mensch, der sie verkauft tatsächlich. Stopped here for a second, hid, then ran on. Aha, okay. Anscheinend ist er weggelaufen. Die Frage, ob die Spiele nochmal HD remastered für PlayStation kommen, die wir leider verneinen müssen, da haben wir keine Ressourcen dazu, die kommt aber öfter mal auf. Frage nach der Spieldauer, boah. Von das ist bei beidem, ja. Witcher, von dem kompletten. Also Witcher normal sagen wir so um die 100 Stunden. Es gibt auch Leute, die können 250 damit verbringen. Würde ich auch sagen, so kann man echt nach oben offen eigentlich. Und Hearts of Stone haben wir jetzt mal auf 10 Stunden die Story ausgelegt. Es gibt natürlich noch Sidequests, wenn man die ganze Gegend erkundet. Wir haben jetzt auch schon Leute, die haben deutlich mehr Zeit verbracht. Der Frack, den du da anhast. Ist der auch neu oder gibt es da neue Klamotten sozusagen? Wahrscheinlich schon. Ja, es gibt natürlich auch neue. Ah, okay. Ja. Deswegen hast du die noch angezogen. Der Runenschmied. Ja. Was ist mit dem Runenschmied? Ja, der Runenschmied. Also wir haben neue Features eingefügt. Es gibt neue Rüstungen natürlich. Wie im Hauptspiel gibt es ein paar neue. Ja. Aber wir haben uns auch was Spezielles gedacht, weil es gibt ja viele Spieler, die haben sehr viel Geld jetzt schon und die müssen es ja irgendwo ausgeben. Da haben wir uns, es gibt einen NPC in unserer Welt jetzt, einen Magier. Ein Verzauberer. Und der kann unsere Ausrüstung ganz, ganz, ganz stark verbessern, wenn wir ihm sehr, sehr, sehr viel Geld geben. Verstehe. Und mit der besten Ausrüstung, es kann nur mit der besten Ausrüstung gemacht werden. Und die kriegen dann spezielle Fähigkeiten, sagen wir mal, die nicht so ganz normal sind. Okay. Also beispielsweise, wir haben hier unseren Flammenstoß. Den kennt man ja. Und es könnte jetzt sein, dass der in einem 360-Grad-Winkel geht, nachdem wir das können. Okay, ja, okay, schon ein kleiner Vorteil. Also wir haben uns dann ganz viele verschiedene Sachen ausgedacht, die man machen kann, die das ganze Spiel ein bisschen verändern können. Was sind denn so die, also keine Ahnung, habt ihr bei euch als Entwickler irgendwelche kleinen Insider- oder Running-Gag-Sachen, wie zum Beispiel beim Fight Club, den ihr im Spiel habt, Tyler Durden, also der Schneider, der dann Durden heißt, was wiederum Tyler Durden ist. Oder kommst du morgens zur Arbeit und jemand hat dir einen lustigen Level irgendwie gemacht? Haha, guck mal da irgendwie. Macht ihr da, hat man dafür Zeit für sowas Leichtes oder ist es wirklich Crunch Hour und man muss eigentlich. Also, es war was, das ich persönlich auch sehr gern gemacht habe. Also, ich habe auch meine eigenen kleinen Witze eingebaut. Und was macht man da oder darf man da generell nicht drüber reden? Oder ist, nö, da darf man nicht, schon drüber reden. Muss man dabei gewesen sein vielleicht? Ah, zum Beispiel? Also, was man zum Beispiel machen könnte, mir fehlt dann immer der Vergleich, was man hat diese Welt, man könnte irgendwas Lustiges mit anstellen, aber mir fällt dann oft nichts ein. Also beispielsweise im Hauptspiel gab es die Skellige Inseln und da gab es eine Insel, auf der war ein Gefängnis. Sind die mit den Ruinen drauf, oder? Ja, genau, mit alten, da gab es ein Gefängnis und da gab es eine Zelle, die war zum Meer hin offen. Und die sah halt aus wie ein bestimmtes Gefängnis aus Game of Thrones. Ah. Und dann habe ich mir gedacht, da könnte man doch einen Halbling, den es in unserem Spiel gibt, reinlegen. Und hab dann einfach mal ganz ungezwungen beim Character-Team gefragt, ob wir den ein bisschen machen können, dass der so ein bisschen aussieht wie in Game of Thrones. Und ein paar Tage später habe ich dann einen gekriegt, der genauso aussieht wie der in Game of Thrones. Okay. Dann mussten wir den sogar ein bisschen zurückmachen, weil sonst wird es ein bisschen problematisch. Ja, okay, das ist ja, aber das ist also so kleine genau Witze. Also man findet den auch, wenn man jetzt suchen würde. Ja.
Okay. Wer hatte die Idee mit dem Steuereintreiber? Weißt du es? Ja. Darfst du es sagen? Nein. Ich darf es sagen. Also ich habe... Die Idee kam tatsächlich von mir. Das ist lustig. Die Frage, nehmen, können wir es rausschneiden? Das wusste ich nämlich nicht. Ich dachte, ja, natürlich schneiden wir auch. Zufälliges Lob. Gott, ja. Ja. Nee, aber die Quest wurde dann von jemand anderem gemacht. Okay. Die Frage kam mir tatsächlich, wer kam auf die Idee mit dem Steuereintreiber? Und ich war mir nicht mehr sicher und habe gedacht... Könnt ihr es kurz für die ganze Klasse... Magst du? Ja. Also es gab in unserem Spiel so viele Wege, wie man ein bisschen illegal sich Geld beschaffen kann. Und es hat vielen Leuten bei uns... Wir wollten das nicht. Wir wollten, dass die Leute wirklich ihr Geld richtig beschaffen. Aber wir wollten es auch nicht einfach wegnehmen. Wir wollten dann was Lustiges machen. Okay, ja. Und zuerst, es gab so einen Trick, dass wir in unserem Spiel einfach Kühe umbringen. Und die Leute haben einfach die Kühe umgebracht, haben ihr Fell verkauft, ihr Leder und dann haben sie sich kurz hingelegt, dann waren die Kühe wieder da und so weiter. Ja klar, der alte Trick. Und dann habe ich halt mir gedacht, so, wenn ein Mensch das machen will, wenn er einfach Kühe umbringt, wenn ich es zum dritten Mal mache, dann spawnt halt ein riesengroßes Monster, das viel zu stark für ein Spieler ist, rennt auf uns zu und bringt uns um. Und das ist der Steuereintreiber? Nee, noch nicht. Okay. Und es hat nicht gereicht. Dann haben Spielleute immer noch weitergemacht und weitere Dinge gefunden. Natürlich. Und jetzt kommt halt, wenn ein Spieler zu viel Geld hat, kommt da ein Hörn und fragt, hey, hast du zufällig in dem Dorf mal im Kuhhandel mitgemacht? Und wenn man das halt bejaht, wenn man ehrlich ist, dann kann es halt Probleme geben. Ich meine, also wie es halt mit der Steuer ist. Also bringt ihr Menschen bei, Steuern zu hinterziehen und Steuerberater zu belügen. Ist das, findest du das die richtige Aussage? Prinzipiell ja. Gut, ich wollte es nur. Ja. Ich weiß genau, was du hast Gold vergraben. Ja. Und bei dir weiß ich es noch nicht. Also echte Steuerberater sollten sich hier vielleicht. Sollen sich hier mal. Und dann noch die manipulierten Gewinnspiele. Ja. Das addiert sich alles nicht versteuert. Das erinnert mich immer an Batman. Das finde ich immer ganz geil. Dieser Detective Mode und diese Gedanken, die er sich macht. Davon gibt es mir eigentlich zu wenig Quests. Also mir sind fast zu wenig. Also weil die mir so gut gefallen, ja, zu wenig von diesen investigativen Dingern. Ich weiß nicht genau, ja, ich nenne sie so, investigative Quests. Da gibt es tatsächlich mit dieser Expansion einige, weil wir haben ja gemerkt, die Leute, die mögen es einfach, quasi den Hexerberuf auszuüben. Genau, einfach mal, haben wir vorhin schon drüber geredet in der Werbung, einfach so der Hexerberufssimulator ist es ja so ein bisschen in manchen... Stellen. Es kam dann die Frage auf, weil wir vorhin haben wir das Spiel ja so gehypt, von wegen macht ja Spaß, PR für was zu machen, was so geil ist, ob ich geweint hätte, wenn es dann am Schluss in die Hose gegangen wäre. Ja, sowas habe ich auch schon erlebt. Ja, also Beispiel, Colonial Marines. Ich kann dir sagen, ich war froh, ich war wirklich froh, obwohl ich meinen Job damals verloren habe. Ich bin ja da, die haben mir das Büro zugemacht. Ein paar Monate vor Launch von Colonial Marines. Dass du das quasi... Und ich bin raus und habe mir gedacht, Alter, und ja, klar. Und das kommt auch dazu, wenn dann Leute sagen, hey, was ist das hier für eine Werbeveranstaltung? Also ich würde sagen, 80%, 85-90% der Sachen, die ich sonst so betreut habe oder betreue, war nicht so halt gut wie das da, hier. Musste dich halt, ist ein bisschen, teilweise unangenehm. Ja, das sind halt die Schattenseiten jedes Berufs, dass man auch mal Sachen machen muss, die man vielleicht gar nicht machen will. Ich wäre vielleicht auch lieber daheim. Und dann hast du es ja selbst bei einer Firma wie Rockstar, die ja absolute Top-Qualität hat im Durchschnitt, aber dann gibt es halt auch Sachen bei denen, die sind nur gut oder nur sehr gut. Und die Leute erwarten von dir, aber das ist dann auch die schon... Die erwarten revolutionär. Ich meine, klar, können wir uns darüber... Was glaubst du, was die Erwartungshaltung sein wird für Cyberpunk? Das wird schwieriger. Jetzt mal rein, wenn ich jetzt aus PR-Sicht und auch aus der Sicht, was das Studio... bei Witcher war es nämlich auch so, das haben viele nicht geglaubt, die Versprechungen, was auch legitim ist. Es war wirklich ein enormer Anti-Hype bei manchen. Es stand immer da, wenn wir so berichten, alle Berichte standen immer, hey, es ist ja alles schön, die sind ganz cool, die Jungs, aber schauen wir mal. Ja, und dann, fingen die Vergleiche an mit, hier ist Ingame, das ist der Trailer, Downgrade. Das ist dieser kleine 2-Sekunden-Schnipsel aus dem Trailer. Ja. Guck mal, der sieht ganz anders aus. Es wird immer so sein, dass man in Trailern was anderes zeigt. Es macht ja GTA auch nicht anders. Ja. Also die machen jetzt nicht schönere Optik oder so, aber die zeigen ja auch Szenen, die man so vielleicht gar nicht sieht. Die machen aber die geilsten Trailer. Ja, darüber wollen wir die Jungs. Aber selbst auf so hohem Niveau wird immer noch, der wird nicht getrickst, sondern man will das Beste aus dem Produkt rausholen. Ist auch nicht anders, als wenn man etwas abstaubt und nochmal poliert, bevor man es verkauft. Ja. Das ist ganz normal eigentlich. Das machen wir halt, wir Menschen. Nein, also ich hype das Spiel gerne bis zur Unendlichkeit, weil es ist einfach
de facto ein gutes Spiel, da kann man gar nicht viel falsch machen. Wer keine Rollenspiele mag, okay, wer vielleicht ein ultrakomplexes Kampfsystem sucht, ja, ist vielleicht, da kann sich was anderes suchen. Wer sich gern seinen eigenen Charakter erstellt, können wir darüber reden. Wer sagt, ich möchte ja ein Rollenspiel, genau, mich, ja, der, für den ist es überhaupt nichts, sag mal. Genau, aber ich meine, ey, für alles andere, was ein Rollenspiel bieten sollte, und ich finde, da ist die Welt wichtiger. Mir ist eigentlich die lebendige Welt fast wichtiger als der ganze andere Kram. Ist vielleicht auch nur mein Geschmack. Aber da laufe ich am meisten rum. Schauen wir uns eigentlich jetzt noch weitere diepe Einsendungen an. Ja, stimmt. Wir können ja mal gucken. Ja, es geht es so einfach. Ja, ja, da die Regie ist immer. So wartet sie auf den Button. Da ist schon die erste. Jetzt gibt es noch mal richtig Haue. Mit dem Stühlchen. Ja, ein bisschen Schnauze. Ja, bisschen Terence Hill. Ja, ein guter mit Anfang. Dem Stühlchen. Eine Berührung. Oh, zart. Doch, der Held empfindet keine Liebe. Zu tief die Wunde. Okay, das ist schon. Nur tiefer geht die Schlongenballbrust. Der ist gut. Ich muss sagen, der hat es wirklich verstanden. Ja. Oh, das ist aber das Zweipferd, das zweibeinige Pferd gerade hier. Ja, fantastisch. Man sagt, ein Held ist auch nur ein Mensch. Aber er ist muss sein. Sehr akkurat. Ja. Das ist sehr. Das ist toll, auch wie er da den Weg geht. Muss ich wirklich sagen, das werden wir groß, unabhängig davon, wie es ausgeht, wird das groß gefeatured. Das ist auch gut. Ich merke hier das Niveau, nicht das Spiel. Ja. Ja. Da muss man erstmal eine Weile drüber nachdenken. Okay, das reimt sich. Ja. Krankheit, Galgen, Schwerter, früher waren sie alle härter. Vier Frauen Tode verleiht dem die wahre Mode. Ein bisschen wenig Rechtschreibfehler. Ja, das reimt sich zu sehr. Ja. Ey, wie das auch jedes Mal aussieht, wie eine von diesen Karten. Der ist auch wirklich gut. Die vielen Blumen, ja, doch. Muss ich sagen. Okay, die vielen Blumen, die Geralt für Gesundheit pflücken muss, sind wunderschön. Treueres. Vorne dabei. Ich sag's euch nur, legt euch nochmal einen neuen E-Mail-Account an, wenn ihr da hier schickt. Der ist gut. Der ist gut. Okay. Ich sehe Treueres. Schon. Ich meine, Kerzen sind hell. Ja, wie viel Spaß war das? Da haben wir doch welche. Oh, noch lange kein Hexer. Es ist zu viel Gedanken. Weißen Haare sind da reingeflossen. Auf der falschen Stelle. Ja? Noch eins? Ich habe so Hunger. Ja, gut, dann, also gefällt mir. Jetzt habt ihr alle, die später dazugekommen sind, haben jetzt nochmal gesehen und gemerkt, in welche Richtung wir hier gehen. Ja, toll. Die denken gerade, wo bin ich hier gelandet? Ich habe erst vor einer halben Stunde gemerkt, dass da ein rotes Licht ist. Und da wahrscheinlich immer so schaut der Typ im blauen Shirt immer hin. Ja, das geht uns ständig so. Wir hatten auch schon den Fall, dass die Lichter falsch angebracht waren, sodass du wirklich irregeleitet wurdest, immer in die falschen zu gucken. Mensch, oh, das war schön. Kleiner, erquickender Exkurs nochmal. Was hätten wir gemacht ohne diese Gewinnspiel-Einblendung? Wirklich. Hey, ihr habt euch dieses Mal die Preise verdient. Ich mach nochmal hier den Reddit-Thread. Ja, wenn du nochmal eine Frage hast, die wir noch stellen können. Weil danach heißt es wieder, es wurde nichts. Ja, wir haben uns heute ein bisschen auf den Chat konzentriert, aber der kommt dafür manchmal zugunsten des Reddits. Kritik an meinen zu kurzen Hosen, die nur so kurz aussehen, wenn man da sitzt, sind die immer so kürzer. Ich lese das alles. Welches Feature hättest du gern im Spiel, wenn Geld bei der Entwicklung keine Rolle spielt? Oh. Ist es dann einfach unendlich Zeit? Nee. Die Sache, es gab tatsächlich sogar schon Feature, das wir sogar schon laufen hatten, das wir dann wieder rausmachen mussten. Und es gab eine Szene aus den Büchern, wo unser zweiter Spielcharakter aus dem Hauptspiel auf Schlittschuhen umherläuft und mit dem Schwert Leute im Nebel quasi erledigt. Und es hat sogar schon funktioniert, mit den Schlittschuhen zu laufen. Aber wir haben dann einfach die Zeit ausgegangen. Es war dann gegen Ende des Spiels und dann musste das weg. Aber das war halt richtig schön. Und wenn es nochmal ging, das wäre was Schönes. Kann man ein eigenes Spiel draus machen? Ja, vielleicht. Köpfen beim Schlittschuhköpfen. Ja. Schlittschuhschwertern. Ja, auch eine gute Frage, auch interessant. Da ja CD Projekt hauptsächlich PC-Entwickler ist, wie schwer es war, das Spiel auf Konsole hin anzupassen und zu entwickeln? Also es war schon daraus was Neues, weil Witcher 1 war nur PC. Witcher 2 wurde dann, ich glaube, ein Jahr später nochmal für die Xbox 360 rausgebracht. Ja. Da hat man dann schon ein bisschen was gelernt.
Aber wir haben zum Beispiel Witcher 3 auch angefangen, als die neuen Konsolen noch gar nicht angekündigt waren. Du wusstest nicht, welche Technik du hast. Du musstest spekulieren. Also es hätte passieren können und es gab auch wohl Situationen. Am Anfang hast du einfach noch keine Ahnung, wo du von den neuen Konsolen, die kommen an und du ziehst das quasi mal rüber und schaust so, hey, und denkst dir, Alter, vielleicht schaffen wir das überhaupt nicht. Ja. Riesen Open-Worlding hier. PC ist natürlich von der Hardware her immer die Generation weiter und 8 GB RAM und ein bisschen hier. Ja, und im Zweifel ist da immer der Konsument schuld, weil er nicht genug Rechenpower hat. Aber bei der Konsole, klar, weil es hätte jeder gehatet. Und jeder hätte gehatet, wenn die PC-Version nicht so gut aussehen würde, wie sie tut, weil man sich zu sehr auf Konsole konzentriert hat. Wir hatten, das war eine interessante Entwicklung. Weil, ich hatte es schon wieder verdrängt, weil es natürlich nicht alles Gold und es gibt auch die Phasen, wo du sehr unglücklich bist. Ja. Die Konsolenversionen waren einfach aufgrund der Tatsache, dass wir auf PC angefangen haben, in der Entwicklung ganz lang hinterher. Und dann ging es halt irgendwann los, dass Leute gesagt haben, ja, alles schön, die Leute auf den Events spielen nur auf PC. Na, war auch so, weil die Konsolenversionen waren noch nicht so weit. Mhm. Und du kannst halt nicht jemand irgendwie mit 3 Frames spielen lassen, und wenn es ständig abstürzt. Was vor allem, das hättet ihr nie wieder aus der Presse rausgekriegt. Nee, genau. Ja. So, und dann ging es eben los und das hat echt eine ziemliche Dynamik bekommen. Oh, die Konsolenversion wird Schrott. Bringt jetzt endlich Footage. Und es gab ganze Gruppen, die gesagt haben, hier, die halten es zurück, Leute, passt auf, nur die PC-Version wird schön, die Konsolenversion wird. Und du konntest nichts sagen, wenn du hingestellt hast und gesagt, ja, aber ich habe es im Studio sicher. Und dann wurde es aber interessant, und das war das, was ich vorhin noch gesagt habe, dann kam die Konsolen-Footage und ich fand, dass es echt gut ausgesehen hat. Da waren viele Überraschungen los. Die haben ja die PC-Version hässlicher gemacht, damit ich bin rausgegangen. Der will schon ausrasten. Ich weiß, wo ich war, ich war in Italien, ich wollte Urlaub machen, ich bin raus auf den Balkon gegangen, ich habe geschrien. Ja, es ist so unfair. Man kann einfach nichts richtig machen bei manchen Leuten. Ja. Und vor allem der eine ist dann zufrieden, dafür meckert der andere. Und das ist so eine Sisyphos-Arbeit. Aber man will es doch nur allen glücklich, man will es doch wirklich nur, gerade bei so einem guten Produkt, auch allen mal recht machen. So, kann ich völlig verstehen. Das geht heutzutage nicht mehr. Ich glaube, es geht nicht mehr. Es ist nur schade, weil es zwingt einen auch als Entwickler, auch so ein bisschen dickes Fell zu entwickeln und dann irgendwann wegzuhören, was ja eigentlich man nicht sollte. Aber man muss wirklich von Glück reden, dass es diese Diskussionskultur zum Zeiten vom Gameboy noch nicht gab. Ja. Tetris wird diese hässliche 2D schwarz-weiße Pixelscheiße. Ja, Lynx wäre mega geheilt. 49 worden. Mark für diesen Mist. Ja. Dass sich irgendein Russe ausgedacht hat und im Internet kostenlos. Das Ding ist auf meinem Handy schöner. Es ist schwieriger geworden. Ja. Aber ihr kommt ja klar. Naja, wir bemühen uns. So, schau mal hier, das war jetzt eine Frage, die war sehr schön. Wo ich meine Truhe mit Gold vergraben habe. Na, alles klar. Ja, das kriegen wir irgendwann noch aus ihm raus, keine Sorge. Und dann hat er einen bedauernswerten Unfall. Ach, schön. Ein Sonnenuntergang ist nur dann sehr schön, wenn man ihn auch teilen kann. Nee, weil das ergibt ja Sinn. Ja, tut mir leid, ich kann mir keinen Schwachsinn mehr ausdenken. Die Sonne geht am Horizont unter, doch denke immer daran, woanders wird es auch wieder Tag hell. Tag hell. Ja. Boah, das ist jetzt, bei dir mag es gerade schön dunkel sein, doch denke immer daran, woanders ist es sehr hell. Warum hat The Witcher 3 keinen Mehrspielermodus? Weil es die Story nicht zulässt. Ja, also wir haben wirklich Geralt gesagt. Sucht. Aber wäre das jetzt nicht eine Option zu sagen, okay, wir haben jetzt diese Trilogie, die ist fertig. Wir haben ein bisschen die Welt. Wollen wir nicht einmal was machen, wo, sag ich mal, auch Multiplayer-Koop irgendwie möglich ist? Du meinst jetzt ein Witcher, also ein Add-on oder ein DLC? Aus dem Spiel kannst du keinen Multiplayer machen. Könntest du nicht das Spiel einfach nehmen, sagen, wir nehmen die Welt und schmeißen nochmal alles raus und machen einfach Multiplayer gehäckselt? Ja, klar, das kannst du machen. Logisch, du kannst jetzt sagen, hier, wir hauen Monster rein, du gehst online, suchst dir deinen Geralt aus und dann geht's drum, wer am längsten, wer die meisten Trophäen, ja, das geht natürlich, aber es ist ein anderes Spiel. Das stimmt. Ja, das geht. Aber der Grund, es passt natürlich von der Story. Es wäre für mich immer verlockend, irgendwas, ja klar, also in dem Spiel passt nicht rein, aber aus der Welt an sich könnte man ja was machen. Ne? Dürft ihr denn über Cyberpunk, dürft ihr gar nicht groß reden, doch, oder? Wir dürfen sagen, quasi, es wird dran gearbeitet. Ja. Okay, aber noch jetzt immer. Sonst auch nichts. Du, kann schon hier, das wird unser nächstes großes Projekt. Ja. Oder bist du wieder hier? Ja, und das Team, gute Leute, die haben jetzt auch, ich denke mal, es wird von dem eher schmerzhaften Prozess, und wir mussten ja Witcher auch zweimal verschieben, was nicht so schön war, alle enttäuscht gewesen. Geht der Hype, der Hate-Zyklus auch direkt wieder los, wenn man verschiebt. Aber ich glaube schon viel gelernt und davon fließt ganz viel in Cyberpunk.
Bist du denn, du bist wieder dabei bei Cyberpunk? Dann bist du wahrscheinlich auch wieder hier irgendwann, oder? Also ich bin jetzt quasi erstmal in der zweiten Expansion und wenn die dann vorbei ist, dann quasi noch Patches, damit wird's richtig rund und dann gehen alle zu Cyberpunk. Ich bin gespannt, was ihr da noch macht. Wir werden es sicher verfolgen, weil das ja ein Thema ist, was wir auch gerne haben. Habt ihr eigentlich noch eine Frage? Wir haben noch 2 Minuten zum Schluss. Leider fällt mir gerade der Titel nicht ein. Wir hatten dieses abgefahrene Ritterspiel, was irgendwo in Osteuropa oder irgendwie Kingdom so Come Deliverance. Kingdom Come Deliverance. Das ist ja was völlig anderes, klar. Es ist, das ist casual und Kingdom Come Deliverance ist ja schon sehr authentisch, simulationslastig fast schon. Spielt ihr sowas? Habt ihr da auch eine... Kennt ihr das? Kennt ihr euch? Sagt ihr, ey, ihr macht doch hier das Spiel und die sagen ja und hier auch das und so. Kannst du mir da irgendwas zu sagen? Ich persönlich habe es auf Steam, also die Early Access Version, die sie haben. Und beispielsweise, es gibt ein Interview mit dem Chef der Firma von Kingdom Come Deliverance, die sagen, die Quests in unserem Spiel, wir haben uns The Witcher Wild Hunt angeguckt und die Baron Quest, wenn wir sowas schaffen, dann wären wir glücklich. Das hat er wirklich gesagt. Also die haben uns auch schon, die haben sich Quest-Designer von uns, haben schon mit denen mal geredet und so. Ja, ich verstehe schon. Da ist schon so ein indirekter Austausch findet statt. Also wir freuen uns auch auf das Spiel. Also es sieht richtig gut aus. Ich finde gerade die Umwelt hier hat schon gewisse Ähnlichkeiten. Es ist eben diese Natur, dieses Wälder, Wiesen, alles noch ein bisschen unbefleckt von der Zivilisation und so. Und das ist ein sehr schönes... Ja, manchmal macht es auch einfach nur Bock, wie jetzt eben die letzte Stunde durchzureiten und kleine Kinder zu köpfen. Nein. Natürlich nicht, ihnen Bonbons zu schenken, alte Witcher-Bonbons. Aber sie dürfen sie nicht annehmen, weil ihre Eltern haben ihnen gesagt, nehmt keine Bonbons von Witchern an. Kann man auch so weitergeben. Wenn jemand sagt, er ist Witcher und will euch den Zauberstab zeigen, wir nicht haben mitgehen das in den letzten 42 Sekunden, das war ganz lustig, das war Pressetour vor Launch in Berlin, da haben wir so ein Kino-Event gemacht, haben gespielt. Und dann wollten wir selber ein Gefühl dafür bekommen, wie das Spiel denn, ob draußen hier so ein bisschen eine Nachfrage ist. Und haben einfach mal auf unserer Facebook-Seite gepostet, wer hat über Witcher, wer hat Bock, heute Nacht noch um Mitternacht aufs Hotelzimmer zu kommen und Witcher vorab zu spielen. Kamen Leute, da hatten wir Full House. Und im Nachhinein, da war dann auch so ein Mädel dabei, haben wir uns gedacht, das war sicher eine lustige Szene, wie die zu ihrer Mutter kam und gesagt, du, ich geh noch mal weg in dieses eine Hotel in Berlin. Da ist, The Witcher hat mir auf Facebook geschrieben, ich kann in Zimmer 231 kommen, da darf ich vorab ein neues Spiel spielen. Wir zaubern da. Ich kann euch nur sagen, normalerweise geht sowas schief. Ja. Generell nie auf irgendwelche Hotel-Avancen eingehen. Ja. Ich bedanke mich. Vielmals. Hat wirklich viel Spaß gemacht. Vorspiel, für die Infos. Ich gebe dir auch die Hand. Wie immer, vielen Dank. Ja, wir tun aber nur so, als wir uns kennen und mögen. Ja, gut, die Leute kennen unsere Geschichte. Ja, leider. Das war leider. Das war's. Das hat mir viel Freude gemacht. Ich war schön für mich, noch mal ein bisschen in die Witcher-Welt reinzuschnuppern. Ihr habt mir einen Key gegeben. Ihr könnt weiter diese Keys hier gewinnen. Und die Collectors Edition. Genau, gewinnspiel@rocketbeans.tv. Und du wirst dich darum kümmern, das auszusortieren. Du hast schon gesagt, du wirst die ganzen ganze Wochen wirst du Ja, werde ich mir alle Einsendungen anschauen. Und damit es neutral bleibt, sucht ihr vorher den Gewinner aus. Okay. Und von den Besten trägst du das nächste Mal ein T-Shirt, wenn du herkommst. Gerne. Den Sinnsport-T-Shirt. Warum nicht? Ne? Kannst du alles... Waren schon gute dabei. Kannst du von der Steuer absetzen alles. Alles. Ja. Okay, das war's. Vielen Dank. Danke für eure Aufmerksamkeit und Anwesenheit. Und jetzt geht's hier natürlich mit unserem locker flockigen Programm weiter. Ich bin mir sicher, wir haben was ganz Fettes. Weißt du zufällig auch nicht? Ab Kino Plus dachte ich. Jetzt Kino Plus? Ja. Perfekt. Ja. Kino Plus wird garantiert richtig geil. Du warst leider noch nicht dabei, als wir es aufgezeichnet bald. Haben. Aber spirituell bist du immer dabei. Vielen Dank. War schön. Okay. Tschüss. Ciao. Gute Nacht und viel Spaß bei Kino Plus.